Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein The Old Blood. Nach wie vor im Gefängnis, wo wir versuchen auszubrechen, für die Nation positive Gedanken, Ruhe bewahren, immer lächeln, leise sprechen, Ruhe bewahren. Eieiei. Ja, super. Und in dieses Loch werden wahrscheinlich Gefangene reingeworfen, die zu nervig sind. Nehme ich an. Ich weiß es nicht. Huh. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Wow, au, 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 au. Alter! Popo, Engländer. Wir bringen ihn zur Festung. Gefunden. Jawohl! Wow. Aha, da ist er ja. Elite-Soldat. Die Elite-Soldaten der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge sind gefürchtet und für ihre Brutalität und Erbarmungslosigkeit bekannt. Aha. So, wir haben den Kerl gefunden. Und hier ist wieder was. Notizen zu Patientengespräch von Helga. Ich muss ständig über diesen Jonas Hartmann nachdenken. Da steckt mehr hinter seinem scheinbar sinnlosen Gebrabbel als irgendeine Psychose. Er beschreibt wiederkehrende Visionen in Verbindung mit der Stadt Wolfburg. Sie scheinen auch mit König Otto zu tun zu haben. Eine niedergebrannte Kirche, seltsame Maschinen in einem unterirdischen Labyrinth, verrottete Gliedmaßen, die sich in der Dunkelheit bewegen. Das ist in höchstem Maße faszinierend. Vielleicht ist es die erste richtige Spur, die uns zu den vergrabenen Schätzen König Ottos führt. Ich werde ihn in der Bibliothek befragen. Welchen Wein nehme ich nur? Ein Sauvignon könnte gut zu ihm passen. Ich freue mich schon darauf. Alter, der nimmt ernsthaft separate Weine für jede seiner Foltersequenzen? Oder was? Da kann ich lang. Okay. Hab mich schon gewundert. Alles klar. Und lass mich raten, sobald ich hier ankomme, ist der Kerl schon über alle Berge. Ja, der... Wollt ihr mich verarschen? Kommt er hier hin? Alter, shit. Hilfe! Hilfe! Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. No fucking shit, BJ. Ach, der ist jetzt da durchgegangen? Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Puh. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich jetzt bin. Okay, ist da irgendwas? Nein, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ich glaube, hier muss ich durch, oder? Ja. Oh oh, ich glaube, er kommt zurück. Puh. Oh. Das letzte, was ich will, ist, dass mir das Viech den Arsch wegbeißt. Oh, what the fuck? Alter. Wieso hat mich das Vieh entdeckt? Hilfe. Hilfe. Okay, das ist schlecht. Aua. Das tut weh. Nein. Oh, verpiss dich. Alter, Drecksteil. Ah, okay, in der Mitte ist... Ich laufe erstmal zum Ende hin, für den Fall, dass da irgendwas ist. Okay, nee, hier ist nichts. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Boah. Also vor diesen kompletten Maschinenhunden habe ich echt Respekt. Diese Kampfhunde, gegen die kann man ja noch einigermaßen ankommen, ey. Aber diese fetten Robo-Viecher, boah, ne. Da habe ich Respekt vor. Um nicht zu sagen, Schiss. Ah, Hallöchen. Okay, ja, das ist einer der Kommandanten, wie man sie auch bereits aus dem vorigen Teil kennt. Oh, holy shit. Okay, ein anderer... Also da oben rechts, für alle, die es nicht wissen, oder die den Vorgänger nicht kennen und nicht geguckt haben. Oben rechts steht die Entfernung zwischen mir und diesen Kommandanten. Also dadurch bin ich quasi in der Lage zu erfahren, wie weit der nächste Kommandant von mir entfernt ist. Dadurch kann ich es ein bisschen abschätzen,
wie lange ich unentdeckt bleiben muss, bis ich eben diesen Kommandanten ausgeschaltet habe, weil diese Kommandanten sind ja in der Lage, Verstärkung zu rufen. Und das Letzte, was wir hier noch brauchen, sind noch mehr Gegner. Wir haben eine Granate gefunden. Nicht schlecht. Zweite Granate. Was ist hier? Medischock. Ah, oh, nett. Oh, oh. Oh, da ist er. Oh, hoppala. Okay, da ist noch einer. Schnell, 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 schnell. Fuck. Dreck. Oh nein, 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 nein. Verpiss dich. Scheiße. Oh nein. Nein, verdammt nochmal. Greif doch zur Pistole, du Arsch. Oh, na toll, jetzt ist Alarm geschlagen worden. Jetzt ist auch egal. Alter! Oh, der Mistkerl hat noch gelebt. Scheiße. So ein Dreck. Okay, diesmal ein bisschen besser aufpassen. Schade, ich hatte noch gehofft, dass ich den einen Soldaten noch umschleichen könnte, bevor er mich sehen kann. Habe ich mich getäuscht. So. Der ist schon mal weg vom Fenster. Bitte drehe ich jetzt nicht zu mir um. Wehe, Alter. Gut. Hast du nochmal Glück gehabt. So. Beziehungsweise hast du nicht, weil jetzt bist du eh erledigt. Ah. Okay. So, hier wieder das ganze Zeug einsammeln. Perfekt. Ah, aufpassen. Nein, 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 nein. Du hast mich nicht gesehen. Du hast gar nichts gesehen. Aber so gar nichts. Wirklich nichts. Gut. Puh. Nochmal gut gegangen. Das ist auch nochmal gerade so gut gegangen. Messer werfen kann ich nicht zufällig schon, oder? Moment, ich guck mal unter den Vorteilen. Dickes Fell, Kampf. Sieht nicht so aus, als ob ich Messer werfen kann. Zumindest nicht, bevor ich ein weiteres Messer aufgesammelt habe. Vielleicht muss ich die Fähigkeit in dem Teil ja auch nicht wirklich freischalten. Vielleicht reicht es einfach, wenn ich ein zweites Messer einsammle. Hoffentlich reicht das. Du hast mich nicht gesehen. Reicht es, wenn ich den auch einen Kopfschuss verpasse? Ja, reicht tatsächlich. Puh. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Dann kann ich die jetzt auch mit einem gut gezielten Schuss erledigen. Gut. Ey, aber ich habe das Gefühl, ich entferne mich tatsächlich immer mehr von diesem einen Kommandanten. Wie geht denn das? Irgendwann muss ich dem Kerl doch näher kommen. Wo versteckt sich der Kerl? Da hinten ist der Kampfhund. Ja, ja. Hoffentlich sieht er mich nicht. Hoffentlich sieht er mich nicht. Alter. Ernsthaft? Der hat mich nicht gesehen? Okay. Der Hund war jetzt überraschend dämlich. Der hätte mich spätestens dann bemerken können, wenn ich neben ihm mit einem Bleirohr rumfuchtel. Spätestens dann hätte er was checken sollen. Schlechter Wachhund. Einfach schlecht ausgebildet. So. Okay. Ah, hier hinter ist ein kleiner Geheimgang versteckt. Oder muss ich hier durch? Nein, muss ich nicht. Hier ist ein Gold-Item. Und Sprengpatronen? Wofür? Ernsthaft, wofür? Oh, oh, oh. Nein, nein, du hast mich nicht gesehen. Nein! Ach, Dreck, verdammter! So. Oh, fuck! Natürlich schlägt er wieder Alarm, bevor ich was tun kann. Ach, das ist doch scheiße.
So ein Dreck, wo ist der Wichser? Damit ich wenigstens weiß, wo der ist. Oh, Alter, ich... What the fuck? Yo! Oh. Na, das war ja wieder ein super Fail. Nein, du wirfst gar nichts. Okay, du hast es geworfen. Aber hat dir nichts genutzt. Ah, so ein Dreck, ey. Ja, komm. Alter, wackelt der da die ganze Zeit hin und her? Damn luck. So. Oh ja, klar, ruf noch mehr Verstärkung, du Wichser. Verdammte Scheiße, wo ist der? Langsam werde ich richtig sauer. Scheiß Alarm, ey. Wo ist er? Ey, so langsam finde ich das schon leicht lächerlich. Ah, hier hinten versteckt sich der Drecksack. Ah, so. Jetzt kommt wenigstens keine zusätzliche Verstärkung mehr. Wenigstens etwas. Yo! Ah, verdammt nochmal. Nein, keine Granate, keine Granate. Verdammt nochmal! Reicht mir aber langsam mit euch hier. Verdammte Nazis. Nicht nur, dass Nazis im echten Leben scheiße nervig sind, jetzt müssen sie es auch noch in Videospielen sein. Ja, super. Das kann ich gerade gebrauchen, ey. Erstmal alles einsammeln, was die mir hier hinterlassen. Oh ja, sehr gut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Perfekt. Ah. Ja, die Scheißmusik, die läuft ja noch. Also irgendeiner wird hier noch rumkriechen. Ach, da soll ich hin? Oder kann ich da einfach nur das Ding abnehmen? Moment. Nee. Brauche ich. Ich brauche da gar nicht. Ist das optional? Ah. Ich lasse es lieber. Das sieht eher so aus, als ob ich eine Bootsfahrt starten würde, von der es keine Wiederkehr gibt. Und das will ich erstmal vermeiden. Erstmal hier alles abgucken. Für den Fall der Fälle. Wow, neue Waffe, Kampfpistole? Was ist das denn? Eine Einzelschusspistole, die hochexplosive Munition verschießt. Nützlich, um große Ziele oder mehrere Gegner auszuschalten. Oh, nicht schlecht. Okay. Ah, und hier haben wir auch schon ein weiteres Goldobjekt. Wow. Und hab eine Trophäe bekommen. Glanzleistung. Okay. So. Ah, alles klar. Betritt Burg Wolfenstein. Oh, super. Oh, nee, nee. Verpisst euch. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Ich weiß nicht, ob ich sie erledigen muss, aber ich habe das Gefühl, die erschießen mich, sobald ich sie nicht erledige. Also falls ich sie nicht erledige. Nein, wirst du... Ah, hat er natürlich noch geschafft, der Drecksack. Hm. Wo kommen die alle her? Ich habe das Gefühl, jetzt kommen unendlich viele.
Ah, die Aufnahme ist abgebrochen, aber ich habe das Gefühl, ich sterbe jetzt eh gleich. Ja, ich sterbe gleich. Ja, bin tot. Das gibt's nicht. Ich hab's gewusst, sobald ich nicht alle erledige, werde ich erschossen, aber ich glaube, es ist besser. Ach geil, ja super. Jetzt kriege ich hier auch noch einen Checkpoint mit meinen 20 Auch ernsthaft, Leute, das ist doch scheiße. Mit so einem Checkpoint, da kann ich ja gleich wieder das Kapitel von vorne anfangen. So ein Dreck, ey. Gibt es hier zufällig was zum Heilen, bitte? Natürlich nicht. Ja, es gibt nichts zum Heilen, klar. Mhm, super. Gefällt mir. Ah, ich meine, zugegeben, ich habe mich jetzt auch doof angestellt, aber ich wusste nicht, ob ich mich überhaupt verteidigen kann, während ich hier das Boot entlang fahre. Ich muss jetzt einfach nur versuchen, so schnell wie möglich mit meinem Sturmgewehr zielen zu können. Alter. Hauptsache, die Dinger haben sich jetzt auch mal so gar nicht zerstören lassen. Nett. Okay. Wow. Irre ich mich gerade oder habe ich Gesundheit dazu gekriegt? Ey, Alter. Der ist immer noch nicht tot, die Drecksau. Hilfe. Mach ihn doch tot, mach ihn doch tot. Okay, immerhin kann ich so ein bisschen in Deckung gehen. Hilfe. Okay, das ist schlecht. Puh. Oh Mann, ey. Gerade noch so am Überleben hier. Überleben am Limit. Nein, 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 nein. Oh, wirf doch eine Granate. Ruhig bleiben. Ah, wieder ganz von vorne. Ja, tatsächlich, Leute, ich kriege immerhin Gesundheit wieder. Okay. Daran haben die Entwickler also auch gedacht, dass man sich eventuell mit 20 Gesundheitspunkten aus eigener Dummheit den Level verbauen könnte. Und damit man den Level nicht wieder von vorne anfangen muss, haben sie dafür gesorgt, dass man Gesundheit wieder kriegt. Immerhin. Immerhin. Ach, verdammt nochmal, es gibt hier sogar einen. Wow! Es gibt hier auch ein verdammtes Geschütz. Ja, hätte ich das mal eher gewusst, dann wäre ich, glaube ich, schon viel besser durchgekommen. Oder auch nicht. Ah, Leute. Das wird super. Die Stelle, die wird super. Ich sehe es schon. Und die Tatsache, dass ich ausgerechnet hier eine weitere Herausforderung freigeschaltet habe, gefällt mir gar nicht. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass die Herausforderung genau diese Stelle beinhalten wird. Ja, da habe ich Bock drauf. Eieiei. Perfekt. So, diesmal war es doch schon um einiges besser. Alles klar. Immerhin noch mit voller Gesundheit. Noch. Das kann sich sehr schnell ändern. So, komm schon.
Oh, holy shit. Was auch immer da oben auf mich schießt, bitte stirb. Alter, was zum Teufel? Wieso kann ich das da oben nicht erledigen? Wieso geht das nicht? Hallo? Alter. Ja, das war jetzt ja super fair. Ich hoffe, es gab jetzt zwischendrin mal einen Checkpoint. Natürlich gab es keinen. Ja, geil. Oh, nee, Leute. Für diesen Part reicht es mir jetzt, ehrlich gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns zum nächsten Part von Wolfenstein The New Order, wo ich hoffentlich diese Sequenz hinkriegen werde. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.